Stell dir vor, du hast ein Date und du hast die Frau irgendwie kennengelernt, sei es auf einer Dating-Plattform, über Freunde oder du hast sie angesprochen. Bemerkst aber relativ schnell, dass der Funke nicht wirklich übergehen will. Du redest mit ihr und sie ist nicht so interessant, wie du dachtest. Und es wirkt irgendwie anstrengend, mit dir zu reden. Es wirkt irgendwie nicht schön. Aber trotzdem ist irgendwas da, was dich triggert. Und dann am Ende, du rennst sie so ein bisschen hinterher. Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du zu sehr investierst, dass du zu viel machen musst. Und dann versuchst du ein weiteres Treffen zu haben, obwohl du mit der Frau eigentlich gar nicht so viel zu tun haben willst. Genau darüber will ich heute mit dir in diesem Video reden. Denn oftmals ist es so, dass wir Männer aus einem Drang von Sicherheit, aus einem Drang von wir brauchen irgendwen in unserem Leben, dass wir meistens die falsche Person nehmen. Und ich will dir die Konsequenzen davon erzählen. Ich will dir sagen, was du für Konsequenzen hast, wenn du die falsche Person, wenn du dich mit den falschen Personen, mit den falschen Frauen umgibst. Und dieses Video wird sehr, sehr wichtig. Das wird nicht das typische, ja, komm, wir reden ein bisschen darüber, was toxische Frauen sind. Nee. In diesem Video will ich wirklich mal in die Tiefe gehen, dir einige Beispiele geben und dir eine neue Perspektive darauf geben. Weil wenn du Erfolg mit Frauen machst, wenn du auf Frauen zugehst, aktiv und das lernst, dann ist es wahrscheinlich so, dass du nicht 100% diese Standards hast, um die Frauen anzuziehen, die du auch haben willst. Und darüber reden wir heute. Wie du einer Frau nicht mehr hinterherrennen musst. Nie wieder. Wie du Standards hast und wie du die Frau anschaust und sagst, weißt du was, ah, ich weiß nicht, ob ich mit dir das wirklich weitermachen will. Wo du eine knallharte Meinung hast und die auch vertrittst. Mein Name ist Matt. Ich helfe viel beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder mit der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute ein etwas spezielles Video für dich, egal in was für einer Situation du bist, egal mit was für Frauen du bisher zu tun hattest. Dieses Video wird dir helfen, eine klarere Sichtweise auf dieses gesamte Thema zu bekommen, sodass du am Ende eine Partnerin hast, sodass du am Ende eine Frau an deiner Seite hast. Wenn du abends schlafen gehst, morgens aufstehst, sie anguckst und sagst, weißt du was, ich habe sie ausgesucht. Es ist nicht so, dass ich einfach so eine genommen habe, sondern ich habe sie ausgesucht. Wird ein sehr wichtiges Video, guckst dir gesamt an. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke, die direkt daneben ist. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Viel Spaß mit dem Video. Schau, ich habe bereits im Intro gesagt, wenn du auf Frauen zugehst, wenn du aktiver mit Frauen wirst, dass du sagst, ey, ich will eine Partnerin finden, die wirklich zu mir passt, dann ist es wahrscheinlich so, dass du einige Erfahrungen machen musst, bevor du sagst, ja, diese Person, die passt am besten zu mir, zu meinem Lebensstil und zu meinen Zielen. Aber während du all diese Frauen kennenlernst oder während du Erfahrungen machst, ist es meistens so, dass du dich verlierst. Was meine ich damit? Du verlierst dich darin, dass du Frauen kennenlernst, die eventuell gar nicht zu dir passen, aber in deinem Kopf, du idealisierst die Frau eventuell zu sehr, weil sie gerade da ist, weil es dir ein gewisses Sicherheitsgefühl gibt. Du idealisierst die Frau, weil sie vielleicht hübsch ist, weil sie sehr, sehr attraktiv aussieht. Und du achtest nicht auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich werde dir das an einem Beispiel erklären, damit du ein besseres Verständnis dafür hast. Ich hatte letztens ein Date. Das war eine Frau, die ich angesprochen habe, kurz vor dem Biomarkt bei uns in der Nähe. Ich bin da reingegangen, wollte mir ein bisschen Gemüse holen und ich habe sie gesehen. Sie war relativ schlicht gekleidet, in Sportklamotten und ich habe ihr Gesicht gesehen, dachte mir so, wow, okay, sie ist wirklich attraktiv, ich sollte mal Hallo sagen, ich sollte mich mal vorstellen und mit ihr in eine Kommunikation kommen, in ein Gespräch kommen, rede mit ihr. Im ersten Moment, sie war natürlich erschrocken, so okay, was passiert hier eigentlich, weil es war auch relativ spät. Wir reden 1, 2, 3 Minuten und ich biete ihr an, wenn du willst, du kannst gerne mit mir in den Bioladen gehen und wir kaufen gemeinsam ein. Sie war dementsprechend so, ja, weißt du was, können wir machen. Sind zusammen in den Bioladen gegangen, haben weitergeredet. Es war schon auf so einer Flirtenebene, aber ich habe gemerkt, dass sie teilweise mit dem Kopf ein bisschen woanders war, was nicht schlimm war, habe ich auch angesprochen. Und relativ schnell wurde klar, dass sie etwas kränkelt. Ich so, ja, okay, ne, meine Güte, passiert, ist ja nicht schlimm. Gute Besserung. So. Am Ende fand ich sie eigentlich relativ interessant und wir haben ausgemacht, dass wir uns für nächste Woche treffen. Aus der nächsten Woche wurden 3 Wochen,
weil ich teilweise nicht da war, sie teilweise nicht da war. Aber wir haben uns 3 Wochen später getroffen. Ich war mit meinem Kameramann unterwegs und er war im Auto. Er hat kurz gewartet, hatte eigentlich Ende, ne? Tag war für ihn gelaufen, wollte nach Hause gehen. Und ich habe ihm gesagt, ja, weißt du was, komm, lass uns nochmal kurz dahin fahren, dann holen wir die ab, ich bringe dich dann und dann fahre ich mit dir weiter. Hab sie getroffen, wollte sie im ersten Moment umarmen. Und sie war so, nee, mach ich nicht. Und das war der Moment, wo ich kurz das Gefühl hatte, okay, was passiert hier eigentlich? Weil wir haben uns bereits umarmt, sie hat gekränkelt, wir haben uns umarmt. Die Social Distancing Geschichte. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, sie ist auf so einer komplett anderen Ebene. Sie ist mit dem Kopf ganz woanders. Sie ist sehr verkopft gewesen. Und ich war es eben nicht. Ich war sehr im Moment. Ich war präsent. Ich war da. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt entscheiden, ob ich mit dieser Frau großartig was machen will, ob ich mich mit ihr weiterhin in einer Interaktion befinden will oder ob ich rausgehen will. Egal, was ich gesagt habe, sie war relativ kurz mit der Antwort und ich hatte das Gefühl, ey, du willst gar nicht hier sein. Und das war der Moment, wo ich 2 Möglichkeiten hatte. Entweder ich gehe oder ich bleibe weiterhin drin. Aber in so einem Zwischenstadium zu bleiben, ist nicht gut. In meinem Kopf ging der Gedanke, schau, gib ihr einfach mal eine Chance. Es kann sein, dass sie einfach gerade nur einen schlechten Tag hat, ein bisschen mies gelaunt ist. Das haben wir alle. Deswegen, ich muss nicht sofort wegrennen, nur weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt von Anfang an nicht gut läuft. So, aber dieses Gefühl, das hat sich mit der Zeit bestätigt. Denn je mehr ich geredet habe mit ihr, desto mehr habe ich bemerkt, sie ist komplett auf so einem Trip, wo sie negativ ist, wo sie die ganze Zeit über versucht, Dinge schlecht zu rücken. Und die sogenannten Shit-Tests, die kennst du wahrscheinlich, wenn eine Frau dich testet, wenn eine Frau versucht zu schauen, ob dein Selbstbewusstsein wirklich da ist oder ob du nur so tust, als wärst du selbstbewusst. Das hat sie im Übermaß gemacht. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, ey, hör mal zu, Frau, was tut, nennen wir die einfach mal Jenny. Jenny, ich verstehe nicht, was los ist, aber du wirkst gerade sehr, sehr unkomfortabel für mich und ich habe absolut keine Lust, in so einem Gespräch zu sein. Und das war der Moment, wo sie komplett irre gegangen ist. Sie hat gesagt, wie kannst du sowas sagen? Bam, bam, bam. Meinst du, du weißt gar nicht, wie mein Tag war? Und weißt du, du stehst da so, hattest eigentlich einen ganz angenehmen Tag, hast gearbeitet, was wirklich, ne? Du hattest Fokus auf die Dinge und hast deine Emotionen nicht komplett überhand nehmen lassen. Und sie zerstört, verstreut. Ihre Gedanken waren überall. Wie, was fällt dir ein? Ich wette, du bist so einer, der packt Menschen in eine Box. Ich so, von wo kommt das plötzlich? Und dann fängt die an zu reden. Und ich habe sie einfach mal 6-7 Minuten reden lassen. Ich hätte mir das gar nicht anhören müssen, aber es war interessant. Ich wollte wissen, was passiert. Sie hat darüber geredet, dass sie das Gefühl hat, dass ich zu maskulin bin, dass ich zu sehr versuche, nach vorne zu gehen und Dinge zu machen. Die so, du fragst mich gar nicht, ob ich den gleichen Weg wie du gehen will. Ich so, okay. Und das war so das i-Tüpfelchen. Sie meinte so, nee. Ich sehe das nicht ein, mich von einem Mann so behandeln zu lassen. Und ich hatte echt Interesse herauszufinden, wie ich sie behandelt habe. Weil das Einzige, was ich gemacht habe, war zu sagen, lass uns Nachos essen gehen mit Guacamole. Lass uns eventuell noch Salsa holen. Und ich habe gesagt, lass uns dorthin gehen. Aber für sie ist es irgendwie so angekommen, so, nein, ich werde als Person nicht respektiert und so weiter. Und das, warum erzähle ich dir diese Geschichte überhaupt? Ich erzähle dir diese Geschichte, weil bereits am Anfang hatte ich ein ungutes Gefühl, doch je länger diese Verabredung ging, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, einfach nur wegzugehen. Weil ich will keine Frau an meiner Seite haben, die mich so hinstellt, als wäre ich Nummer 1 irgendwie so ein... So, es ist ein sehr extremes Beispiel, ich weiß, es ist ein sehr, sehr extremes Beispiel. Frag nicht, was mit ihr an dem Tag los war. Wir haben uns, also ich habe ihr gesagt, ey, hör mal zu, ich glaube, das mit uns, das wird nichts. Bin dann weggegangen danach. Aber ich erzähle dir das, damit du weißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen. Und du wirst sehr, sehr viele Menschen über dein Leben kennenlernen.
So eine Person wirst du immer da haben, mit der du auskommen musst. Das sind nicht deine Eltern, das sind nicht deine Geschwister, das sind nicht deine Freunde, das sind nicht deine, die Menschen, die Bekannten in deiner Umgebung, das bist du. Das heißt, Nummer eins, du musst komfortabel mit dir selbst sein, 100%. Daran arbeite ich auch sehr, sehr stark mit meinen Klienten im Mentoring-Programm. Dass sie einfach so eine gewisse Ruhe ausstrahlen und nicht mehr das extreme Bedürfnis haben, einer Frau irgendwie was gut zu machen, irgendwie alles zurechtzubiegen, sondern dass sie sagen, weißt du was? Es ist so, wie es ist. Ist nicht schlimm. Aber ich erzähle dir das auch, weil ich dir zeigen will, dass nicht jeder Mensch, den du kennenlernst, wirklich zu dir passt. Das ist ein sehr extremes Beispiel, aber ich habe das an dem extremen Beispiel dir gezeigt, damit du verstehst, dass wir über unser Leben so viele Menschen kennenlernen und du wirst wahrscheinlich nur so einen Bruchteil an Menschen wirklich mögen. Das heißt, wenn du mal eine Frau kennenlernst und das Date nicht super gut läuft und du das merkst, dann renn ihr nicht hinterher, dann sei so, ey, weißt du was, ich selbst hab, wenn ich ehrlich zu mir, weil das weißt du, du kannst ehrlich zu dir sein. Du kannst ehrlich zu dir sein und dir selber sagen, weißt du was, eigentlich war das jetzt nicht sonderlich toll, muss nicht sein. Es gibt auch Leute, die Selbstsabotage da machen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich rede gerade davon, dass du die Standards einfach mal gibst. Weil in dem Moment, wo du die Standards gibst, du lässt nicht mehr alles an dich ran. Und wenn dann mal so eine Situation passiert, kannst du es als Moment nehmen, um einfach mal eine andere Perspektive zu haben. Oder zu sagen, weißt du was, nee, komm, mit der Scheiße will ich mich nicht abgeben und dann bist du weg. Und weißt du, was die Ironie des Ganzen ist? In dem Moment, als ich hier gesagt habe, ey, hör mal zu, ich glaube, das mit uns wird nichts, ich wollte dich kennenlernen und ich wollte nicht irgendeine komische, sozial konditionierte Fassade oder den Rebell in dir kennenlernen oder was auch immer das gerade ist, die so, ja, das bin ich, okay, ich so, wenn du das bist, dann will ich dich nicht, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was dann passiert ist, ist in dem Moment, wo es hätte auch ein riesiger Shit-Test sein können. Dieses gesamte Date war für mich in meinem Kopf ein riesiger Shit-Test. Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie danach plötzlich so super lieb. Hat vernünftig mit mir geredet und ich so, nee, komm, auf sowas habe ich absolut keine Lust. Das ist mir irgendwie zu dumm gerade. Weil ihr Blick war plötzlich so. Die Bambi-Augen waren da. Mit ihren Haaren gespielt. Warum? Weil anscheinend niemand ihr die Meinung mal gesagt hat. Weil sie das bestimmt nicht zum ersten Mal tut. Bestimmt nicht zum zweiten Mal. Sie tut das wahrscheinlich so oft. Und die meisten Typen knicken halt ein. Der Moment, wo einer nicht eingeknickt ist und einfach mal die Meinung gesagt hat, was normal sein sollte, sind sie komplett baff. Heavy. Die meisten sind nicht ehrlich. Die meisten stellen eine Frau auf ein Podest für Äußeres. Warum? Warum stellst du sie auf ein Podest für Äußeres? Sie hat nichts dafür gemacht. Klar, vielleicht geht sie manchmal ins Gym, ernährt sich gesund. Kann sein. Es kann sein. Aber das heißt nichts. Es gibt nichts über den Charakterpreis. Es gibt nichts über die Personpreis. Warum stellst du sie auf ein Podest? Diese Person, sie ist die gleiche biologische Masse wie du. Sie ist die gleiche biologische Masse wie du. Aber Matt, das zieht den Wert eines Menschen weg. Nein, du bist genauso wie die Person neben dir. An dir ist kaum Unterschied. Nur weil du dieses Konstrukt in deinem Kopf hast von dir und deinem Selbstbild, dass du so krass bist, bist du nicht. Du bist nicht krass, sie ist nicht krass, wir sind alle nicht krass. Wir sind, und dieses Beispiel habe ich damals sehr, sehr oft gegeben, entschuldige die Wortwahl, wir sind kackende Affen auf einem rollenden Stein und wir halten uns für so unglaublich, unglaublich wichtig. Aber das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Absolut nicht. Das heißt, anstatt dich selbst so ernst zu nehmen, sie so ernst zu nehmen, guck doch einfach mal, ob es passt. Guck doch einfach mal, ob es funktioniert. Anstatt die ganze Zeit danach zu dursten, dass es klappen muss. Goddamn, nimm dir Standards. Und halt diese Standards auch ein. Weil weißt du, was dann passiert? Du bekommst Selbstvertrauen. Du hast das Vertrauen in dich selber, weil du deine eigenen Dinge einfach mal beachtest. Und nicht immer und immer wieder einer Kurzzeitbefriedigung, einer kurzen Bestätigung von einer Frau hinterherläufst. Wach auf, werd erwachsen und nimm Standards. Und wenn du sagst, du willst intensiver darüber reden, du willst intensiv daran arbeiten, dass sowas nicht passiert, ich lade dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Das ist ein 1:1 Gespräch, wo du und ich über deine gesamte Situation durchgehen und schauen, wo dein Problem ist und dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Der Link, der ist unten in der Videobeschreibung. Trag dich ein.
Du hast nichts zu verlieren. Und ich stelle dir eine Frage. Willst du Frauen haben, die dich so ein bisschen mögen, oder willst du Frauen haben, die so ein bisschen auf dich heraufschauen und sagen, weißt du was, dieser Typ, der hat's drauf. Mit diesem Typen kann ich mir echt was vorstellen. Also irgend so eine Tante, die du wahrscheinlich eh nicht magst. Nur mit dir zusammen bist, weil es dir ein Sicherheitsgefühl gibt, weil es dir ein gutes Gefühl gibt. Das willst du nicht. Trag dich an. Wir sehen uns das nächste Mal. Dein Match.